Hallo liebe Freunde, willkommen zu einem neuen Rühnchen Satisfactory. Ja, ich hatte ja gesagt, beziehungsweise in der letzten Folge sind wir ja hier, haben den Laufsteg zur Kohle gebaut. Ich habe hier nochmal schon angefangen rüber zu bauen, weil da oben ist Eisen. Und was ich auch noch gesehen habe, da in dem Bereich ist auch noch Eisen. Das müssen wir uns nochmal angucken. Auf jeden Fall. Dann wollen wir mal gucken, ob es unter dem Wasserfall noch weitergeht. Dann wollen wir hier hinten. Ich habe angefangen, Zuckkohle zu bauen. Bin noch nicht ganz fertig. Weil irgendwann ist wieder Zement ausgegangen. Da habe ich mir einen neuen geholt. Und ein bisschen prügeln müssen wir uns da auch noch. Ja, das wird schön werden. Ihr wisst ja schon mal, was in dieser Aufnahmesession heute so alles gemacht wird. Und wir beginnen natürlich mit einem Autosave der Welt, wie sich das gehört. Ja. Ich glaube, wir müssen ja noch ein paar Bäume wegmachen. Dann müssen wir nochmal gucken, da irgendwie noch eine Höhle oder sowas war. Da gucken wir auch noch hin. Da bauen wir uns dann erstmal hin. So, jetzt müssen wir erstmal gucken hier. Weil hier gab es, glaube ich, noch irgendjemanden da hinten. Der hat was dagegen, dass ich hier Kohle abbaue. So. Hä? Ist da Kalkstein drauf? Da hinten ist er. Das Blöde ist, dass ich jetzt hier nicht viel sehe. Also ich weiß also nicht, ob es ein großer oder ein kleiner ist. Na komm. Oh, und es sind zwei, wenn ich das richtig gesehen habe. Natürlich sind es zwei. Kommen Sie her. Okay, so. Ich glaube, ich habe auch beide jetzt erwischt. Dann ist es durch hier irgendwo down gegangen, ne? Hä? Das sollte doch Kohle sein. Okay. Kohle. Okay, hier gibt es, glaube ich, einen kleinen Fehler, würde ich sagen. Weil das sieht wie nach Kalkstein, nicht nach Kohle aus. Zweimal nochmal. Das ist aber okay, reicht. Da haben wir eine Kohle-Not. To that note. Stinkt jetzt gar sehr. Okay. Dann würde ich sagen. Da hätte man was gehört. Fupp. Mach hier aber ein bisschen Platz. Pack ich da. Ich glaube, das packt, das sind Vögel. Ups. Mycelium. Ja. So. Okay. Wenn wir hier endlich freien Weg haben zur Kohle. Da komme ich jetzt hoch. So, passt. Ja, ich warte wieder darauf, dass ich hier wieder von irgendeinem Vieh umgerannt werde.
So, dann müssen wir uns da hinten hin noch bauen. Da haben wir auch noch so ein Ding, das können wir später wegspringen. Ja, würde ich auch sagen, da bauen wir auch nicht höher, das ist hoch genug. Kurz Sachen weggrubbeln. Ich mag das nicht. Ich mag's zementiert. Dann würde ich sagen, ups. Da ist dann diese Dogo. Blöde Speicherpunkte. Ja, das ist doch hier. Ne? Was? Achso. Ja, also ich würde sagen, von der Höhe her geht das. Kommen wir ganz gut hin. Auch wenn es hier so ein bisschen das Gras durchscheint. Aber hier können wir jetzt erstmal alles schön zuzementieren. Sehr geil. Wir kennen noch die Platten. Das heißt, wir haben hier unser Raster drunter. Das ist sehr, sehr gut. Hier kommen die Kohleminer. Ich denke mal, ich werde das Ganze auch auf dem See dann machen. Da habe ich jetzt nicht so viele Bäume. Holen wir hier die Kohleminer. Da hinten können wir dann mal gucken. Aber ich denke mal, wenn wir. Kleine Anhöhe drin. Ups. Ach, Quatsch. Okay. Das Ganze erstmal zu zementiert ist meditativ. Meditatives Zementieren. Ja, ein guter Folgentitel. Oder betonieren vielmehr. Ja, hier sind wir Kettenwege. Hupf. Okay, ja, und da oben war noch irgendwo Eisen, dann können wir nämlich hier auch runterkommen. Ich wollte dich doch gar nicht erschrecken, mein kleiner Freund. Geht das? Ja, geht. Aber den kann ich immer erschrecken, ne? Nix.
würde sagen, gehen wir hier erstmal in die Richtung. Hier ist eigentlich auch noch nichts so richtig zu sehen. Nach der Bereich, der wird ja alles zu gemacht. Ja. Das geht noch perfekt. Also ich habe genug Zement dabei, also es wird mir so schnell erstmal nicht ausgehen. Schöne Rampe. Aber hier soll ja die ganze Stahlproduktion hinkommen. Eisen hatte ich da. Ich gucke jetzt mal ganz kurz. Eisen war ich der Meinung, da hinten irgendwo. Jo, da ist es. Und das Ganze wird hier auch zugebaut. Warte mal darauf, dass ich hier vielleicht irgendwann mal unter dem Uran habe und sterbe oder so. Uranquelle. Gehört. So, würde ich sagen, gehen wir hier rüber, ne? Ich weiß, eigentlich bin ich im Banause, das kann sich jetzt zu verdecken. Dann ein Dingens gesehen. Ein Wrack gesehen. Da hinten haben wir Eisen. Da gehen wir jetzt auch mal hin. Ist da hinter dem Wasserfall noch weiter? Sieht so aus, ne? Mal gucken, was da hinten rumläuft. Ach, das sind die Kollegen. Das könnte doch tatsächlich noch. Ich überlege erst nur, ob ich da erst reingehe, wenn ich eine Uran scannen kann. Nicht, dass ich mich hier gleich verbrutzel. Ist auch Kupfer mit bei? Sehe ich das richtig? Also einmal ist er hier. Das andere ist doch. Kupfer. Und Eisen. Semi-optimal eigentlich. Semi-optimal. Weil es nur eine Eisenader ist. Wir brauchen doch einiges an Eisen. Na, wo ist er? Da ist er. Ja, damals waren zwei.
Warum wechseln wir sie hier? Wo ist er hin? Der olle Verpisser. Ich überlege, ich gehe mal ganz kurz aus der Renderdistanz raus. Da rein ist er wieder spawnt, dann hacken wir ihn weg. Na, oh, sind zwei. Hallo, hallo. Er rennt da hinten lang. So. Mal kurz das gleiche Spielchen. Normalerweise war es immer so, früher war es so, wenn man aus der Renderdistanz ging, sind sie dann despawned. Ach verdammt, ich dachte, ich wäre schon ein bisschen höher. Hat er gerade ausbauen wir uns auch gleich nochmal hin. Ja, so haben die mit mir gerechnet. Haha. Reines Eisen, das ist gut, das ist nicht schlecht. Kupfer nochmal. Okay, ist jetzt ja nicht ganz das, was ich mir erhofft habe. Nehmen wir aber trotzdem. Und hier muss ich wahrscheinlich erstmal runter und abbauen. Das hier vernünftig bauen kann. Okay, so. Ah, die nehme ich auch nochmal mit. Ja, hab ich mit eingehört. So. Dann bauen wir jetzt hier mal weiter. Höher bauen, würde ich sagen. Ups. Nein, da wollte ich hin. Fundamente. Dann bestimmt Spinnenbein. Oh ja. Da geht es ziemlich tief rein.
Das erforschen wir definitiv auch nochmal. Aber nicht jetzt. Bei mir geht es eigentlich darum, dass ich Kohle und Dingens erschließe. Aber die Höhle machen wir in dem Moment, wenn wir das Eisen hier erschließen, dann gucken wir uns auch mal die Höhle mit an. Ich traue mir solche Sachen. Ich mag keine Höhlen. So. Genau. Ja, dann kommen wir hier mit dem Eisen hin, mit der Kohle. Und dann können wir hier schon mal die Schmelzen dann aufbauen. Zwar die werden da vorne in dem Bereich stehen. Und hier unten drunter machen wir dann die Eisen, Schnee, Stahl, Schnee, Eisenplatten, Stahl, Barren, Barren, Platten. Nehmen wir jetzt das so für die MK3-Bänder, brauchen die Stahlrohre. Ihr wisst, was ich meine. Kann ich hier schon ansetzen? Ja. Ja, bleibt. Alles gut. So. Ja, man sieht da irgendwo so ein komisches Ding hingebaut. Das kann auch eine Höhle sein. Hier im Tal der Höhle. So. Noch ein alles zu kriegen, schnell. Was ist nun dafür einer? So, naja, ich habe da oben noch Eisen gesehen. Verkrümelt oder ist er tatsächlich weg? Ah, da liegt er. Sehr schön. Würmchen. Hey. Na, so. Jetzt wollte ich ja oben noch das andere Eisen mal angucken. Aussieht. Ja, die beiden Teile ich mir gemacht, damit ich weiß, wo der Abgang ist. Dann sieht man den immer so schlecht, da ich noch keine Geländer bauen kann.
Muss ich mich erstmal so behelfen. So. Okay, da kommen jetzt hier wieder die Rampen zum Einsatz. Da muss ich ein bisschen höher. Durchgang zu sein. Da ist so ein kleiner Kollege. Ich hoffe auch mal, dass ich bei diesen Aktionen bei Wracks sehe. Mal gucken. Ich hoffe mal, dass er nicht so hoch kommt. Aber da könnte man auch mal gucken gehen, wo das da hingeht. Also hier gibt es tatsächlich noch viel zu erforschen. Sollte das reichen. So. Ne, doch einen Ticken höher gefunden, aber ist egal. Das bringt's ja. Warte mal, ich hätte hier nur einen rumlaufen sehen. Wo ist er? Da kommt er. Aua. So. War das nur einer oder waren das zwei? Zweimal unten rein, ne? Die können wir vergessen, die Ader hier. Die Mühe mache ich mir nicht. Hier nochmal. Das ist ein Schwefel. Schwefelnot hier? Ja, das ist nur eine Schweine. Hier noch Kalkstein. Reines Kalkstein hätten wir hier. Stahlbeton.
Okay, da können wir es auf jeden Fall hier lassen. Das können wir auf jeden Fall so lassen, aber jetzt hier runter. Scheint da irgendwo hochzukommen, kann das sein? Gute Frage, nächste Frage. Ah, ich bin verjagt. Hab ich mich verjagt? Erschreckt mich nicht so. Was haben wir hier noch? Jetzt auch eine Note? Ne, nicht eine Note, sondern. Ne, das ist einfach nur Gedöns. Da geht's runter. Nelly? So, okay, zweimal unreines Eisen. Na, das hat sich, wie gesagt, auch eine reine Kalknot. Könnte noch interessant werden. Deswegen lasse ich das hier auch erstmal bestehen.